Hallo ihr lieben Duftnasen da draußen. Ich habe wieder ein Tauschpaket für euch, diesmal von der lieben Isabel. Es ist schon aufgeschnitten und ich würde sagen, schnacken wir nicht lang rum, sondern packen aus. Denn ich bin neugierig. Und da drinnen, seht ihr, erwarten uns ganz viele Duftis. Aber als erstes sehe ich an der Seite einen Briefumschlag. Mit einem süßen Murmeltierkärtchen. Das lese ich mir ganz rasch durch. Vielen lieben Dank, Isabel, und das kann ich nur zurückgeben. Und ich hoffe, dass dir mein Paket auch gefallen wird, was ich dir geschickt habe. So, ich greife einfach mal wahllos rein und habe in der Hand Bears Wax Bakery Bell. Das Melt finde ich ja besonders hübsch. Das ist wie so ein kleiner Cupcake gemacht mit einer aufgesetzten Rose mit Glitzer. Sehr schön und ein richtig großes Stück. Und der Duft ist auch floral. Allerdings glaube ich nicht, dass ich Rose rieche. Oder wenn, dann nur minimal im Hintergrund. Ich meine Jasmin wahrzunehmen. Und noch ein paar andere Blümchen. Ich kann nicht genau sagen, welche Blumen es sind. Es riecht sehr floral und es riecht auch nicht schlecht, sondern eigentlich recht gut. Die Belle von Bears Wax Bakery. Die nächste, den ich habe, ist Yankee Candle Home Inspiration Coastal Peony. Den kenne ich, den habe ich nämlich selber auch. Allerdings ist er schon halb leer und jedes Pottchen, das ich mehr habe, freut mich. Denn das ist so ein richtig toller, intensiver Rosenduft, so ein Pfingstrosenduft eben, der aber auch eine leicht salzige Unternote hat. Ja, als hättet ihr Peony mit Salty Sea Air mäßigem gemischt. Finde ich ganz toll, den Duft. Und darüber freue ich mich. Vielen lieben Dank. Dann habe ich hier Sweet Mamselle Rose Petals und Strawberry Jelly Donut. Eine interessante Mischung. Ne? Das sind dann so Brittles. So sehen die aus. Verschiedenen Rosa- und Pinktönen und ja, mit Glitzer. Die Rose riecht man sofort, aber es hat auch sofort eine Foodie-Unternote, nach was Gebackenem. Strawberry Jelly Donut ist wahrscheinlich so eine Art Berliner, würde ich jetzt tippen. Weil ich glaube, ein Jelly Donut ist ein Berliner, ne? Ich würde den Erdbeer-Berliner, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, aber nicht als solchen erkennen. Es ist für mich ein sehr schöner Rosenduft. Mit ganz viel Foodie, als hättet ihr da wirklich einen gebackenen Kuchen oder einen Krapfen eben. Eine sehr interessante Mischung. Ich bin sehr gespannt, wie die warm sein wird. Von Sweet Mamselle Rose Petals und Strawberry Jelly Donut. Oh, ich habe ein Yankee Candle Tart gezogen. Und zwar ein sehr schönes. Das kenne ich nämlich. Und zwar ist das Tranquil Mist. Den habe ich auch als Easy Melt Cup für Centerpiece und ich finde den wunderschön. Da ist auf jeden Fall Sandelholz drinnen. Ich glaube aber auch Amber und Patchouli. Für mich ist das wieder so ein schöner, kuschel, gemütlich Duft, der in die Richtung geht, ähnlich wie Kaschmir. Also es ist kein Kaschmirduft, aber ich finde, er hat so die gleiche Grundrichtung. Das Ganze ist leicht parfümig und für mich einfach nur mega kuschelig. Finde ich schön. Tranquil Mist von Yankee Candle. Das ist übrigens, glaube ich, ein amerikanischer Tart. Den gibt es in Deutschland so nicht. Aber bei Duft und Raum bekommt ihr den. Dann habe ich von Goose Creek. Moment. Nehmen wir einfach mal das Zettelchen raus. Den Watermelon Punch.
Auch den kenne ich. Finde ihn ganz schön. Da habe ich zwei Stücke bekommen. Denn das ist kein klassisch süßer, künstlicher Melonenduft, sondern hier ist der Duft relativ herb eingefangen. Man riecht so was Grünes und für mich ist das so die Assoziation. Ich rieche nicht nur das Fruchtfleisch der Wassermelone, sondern wenn ich sie aufschneide, ich rieche natürlich auch die grüne Schale. Ja, und das ist für mich Watermelon Punch. Also ihr riecht auch das Herbe der grünen Wassermelonenschale. Im Sommer übrigens ein sehr schöner, erfrischender Duft. Ich ziehe von Goose Creek jetzt A Welcome Home. Da sind noch zwei Stücke drin. Und den Duft mag ich. Den hatte ich ja auch schon in meinem letzten Tauschpaket. Das ist auch wieder so ein schöner Wohlfühlduft für schlechteres Wetter. Wenn man zu Hause sitzt, sich auf der Couch einmummelt, vielleicht ein Buch liest oder Fernsehen schaut. Ähnlich wie auf dem Label. Ja, und dann riecht ihr sowas. Im ersten Moment dieses Zitrische der Bergamott. Dann kommt aber auch eine leichte Sandelholznote. Und warm ist der irre gemütlich. Und die Bergamott erschlägt euch übrigens auch nicht. Sie ist nur ganz leicht, aber doch gut wahrnehmbar da. Ein richtig schöner Duft, über den ich mich sehr freue. Dankeschön. Dann habe ich hier Iceflower Satsuma Snow Shower, ein Testmelt. Gelb mit Glitzer. Der riecht zitrisch. Sehr zitrisch. Snow, also eine kalte Note nehme ich jetzt so nicht wahr. Aber es riecht wirklich wie ein zitrisches Duschgel. Oder eine zitrische Seife. Nicht wie ein Reiniger. Es ist schon abgemilderter, diese Zitrusnote, sodass ich sage Duschgel oder Seife. Obwohl es jetzt nicht seifig riecht im klassischen Sinne. Aber so in der Art würde ich den beschreiben. Jetzt erstmal Satsuma Snow Shower. Cheerful Candle, Snowy Cabin. Den kenne ich noch nicht. Cabin ist die Hütte, die Holzhütte. Ne? Den mag ich. Ich rieche auf jeden Fall Nadelwald. Irgendwas Nadelwaldiges. Und was ganz leicht Hölzernes im Hintergrund. Aber als erstes rieche ich wie so eine kühle Nadelbaumnote. Ich weiß nicht, ob hier mit Minze gearbeitet wurde, um eine gewisse Kühle zu simulieren. Minze als solche rieche ich nämlich nicht raus, jetzt kalt. Aber da ist irgendwas, was eine gewisse Kühle simuliert. Der gefällt mir. Da freue ich mich. Wie heißt er? Snowy Cabin von Cheerful Candle. Der ist sehr schön. Bea Schlaraffenland. Das klingt jetzt schwer foodie. Das sind jetzt hier vier so kleine Mini-Bärentatzen. So foodie riecht der gar nicht, der riecht vor allem fruchtig. Da ist auf jeden Fall Banane drin. Und Erdbeer. Und eine Bubblegum-Note. Ja, da ist dieses süße, extrem künstliche von diesen Bubblegum-Düften, bei dem ich mich immer gleich in meine Kindheit versetzt fühle. Da ist aber auch eine sehr fruchtige Komponente aus mehreren Früchten. Und ich behaupte, dass Banane und Erdbeere da mit bei sind. Ja, riecht nicht schlecht. Ich bin sehr gespannt, was der warm kann. Von Bea, der, wie heißt der, Schlaraffenland. Sehr schön. Dann habe ich wieder einen Yankee Candle Tart. Moment, ich packe.
für euch aus. Liebe Isabel hat die nämlich alle schön eingetütet, was ich sehr mag. Und zwar ist das Lovely Kiko. Der ist, glaube ich, ja auch schon seit einem Jahr aus dem Standardsortiment raus. Ich hatte den vor vielen Jahren mal und ich fand ihn okay. Ich glaube, das ist auch immer noch so. Ja, das ist so ein ganz leicht süßlicher Chrysanthemenduft. Es ist kein Duft, der mich vor Freude jubeln lässt. Es ist aber auch kein Stinker. Es ist ein, ja, schöner Frühlings-Sommer-floraler Duft nach Chrysanthemenblüten. Ja, so würde ich Lovely Kiko beschreiben. Jetzt habe ich hier so ein kleines Pöttchen von Iceflower, Granatapfeltee. Teedüfte finde ich immer gut. Und den finde ich auch gut. Obwohl ich jetzt mehr Granatapfel als Tee rieche, finde ich ihn gut. Ja, das hat was. Da ist auch eine leicht süßliche Unternote, ich weiß nicht wovon. Aber der gefällt mir. Ich glaube, das dauert auch gar nicht so lange, bis ich den in die Lampe geben werde. Von Heart & Home, den Jasmine Daydream. Das ist ein halbes Tart. Ja, das ist Jasmin. Ich bin nicht so der große Freund von Jasmin pur. Entweder ich muss ihn mir mischen, am besten mit einem Rosenduft, oder ich gebe ihn weiter. Da bin ich mir jetzt noch relativ unschlüssig. Jasmine Dream. Dann habe ich noch einmal Cheerful Candle, Bamboo Waterfall. Da sind noch zwei Stück drin. Ich weiß nicht, ob ich den schon einmal hatte. Das ist ein sehr aquatischer Duft. Sehr frisch. Ich würde behaupten, mit floralen Unternoten, aber auch was mit was Holzigem. Ja gut, Bambus, ne? Er hat eine ganz, ganz minimale, holzig-maskuline Note, aber wirklich minimal. Ich würde ihn eher frisch-aquatisch beschreiben. Aber ganz minimal schwingt da was mit. Kalt ist es für mich kein Klosteinstinker. Ich hoffe, das bleibt doch warm so. Ich muss es ausprobieren. Das ist bei mir ja immer so eine Sache. Meine Nase ist da wirklich komisch manchmal. Das nächste, was ich ziehe, ist wohl ein Wohlfühlmomente von der lieben Doris, der Vanilla Snowflake. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Ich kann mich aber gerade nicht dran erinnern, wie er war. Melt in zwei Farben. Er riecht sehr vanillig. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich den schon mal hatte. Aber was ist da noch außer der Vanille? Ich kann das gerade nicht definieren. Da ist noch was, das ist keine pure Vanille. Ich kann euch aber nicht sagen, was es ist. Es hat für mich schon fast eine leichte Gebäcknote, was so sicher nicht beabsichtigt ist. Mal schauen. Vielleicht verrät er mir warm, was er ist. Der Vanilla Snowflake. Dann habe ich hier von Sweet Mamselle Minnie Mouse Ice Cream. Das Melt zeige ich euch jetzt ausgepackt. Das ist so eine Blume. Mehrfarbig und wieder mit Glitzer und boah, das riecht aber stark. Da ist auf jeden Fall Erdbeer drin. Das riecht nach Erdbeereis. Das ist lecker. Den finde ich kalt richtig lecker. Minnie Mouse Ice Cream. Ja, ich würde sagen, das ist ein Erdbeereis. Lecker. Dann habe ich wieder einen Yankee Candle Tart in der Hand. Den brauche ich eigentlich nicht auspacken. Ich kenne ihn, denn ich habe das Glas davon.
Moonlit Blossoms. Das ist so ein, ja, floraler Duft, aber der ist sehr schwer, sehr dunkel und mystisch und leicht parfümig. Und ich würde behaupten, da ist ein ordentlicher Schuss Patchouli drin. Der gefällt mir sehr gut. Den hatte ich ja im letzten und auch im vorletzten Monat als Tarte ausprobiert und mir deswegen dann im letzten Monat auch das große Glas davon gekauft. Ja, gefällt mir. Jetzt habe ich hier von Bea Paradise. Das sind so zwei Stücke aus diesen schönen Clamshells, die Bea hat, mit diesen aufgesetzten Sternen. Glitzer. Paradise ist was Fruchtiges. Was fruchtig-florales, würde ich sagen. Da sind ein paar Blümchen und ein paar Früchte drin. Und ich kann euch nicht sagen, was drinnen ist. Ich behaupte, es ist fruchtig-floral. Es riecht auch sehr angenehm. Ich bin aber nicht in der Lage zu sagen, welche Blumen oder Früchte denn hier im Paradise von Bea drin sind. Jetzt habe ich von Happy Melts Belle Noir. Da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Ja. Das ist ein großes Melt, schaut mal. Schon toll aus, oder? Das ist parfümig. Parfümig ist gut. Das ist auch wieder was Schwereres. Ich glaube, da ist auch Lavendel drin. Und noch viele andere Sachen, glaube ich auch. Aber es riecht gut. Schwer und parfümig. Und ich mag parfümige Düfte. Deswegen lasse ich mich sehr gern überraschen, wie der warm sein wird. Auf den freue ich mich. Dann habe ich hier von Goose Creek den Coffee Shop. Den habe ich selber auch einmal gehabt. Das ist ein relativ purer Kaffeeduft. Ja. Der nur einen Hauch Süße noch mitbringt. Und ich fand ihn warm, zwar anfänglich schön, aber Kaffeedüfte ist oft so, die erste Stunde ist toll und danach wird mir das aber auch wieder zu viel, dann muss ich es ausmachen. Oder aber ich mische es mir mit einem schönen Gebäckduft ab, mit irgendeinem leichten Kuchen, Cupcake-Duft. Dann ist der Kaffee nicht so stark, ich finde, das hält sich dann schön mit dem Gebäck die Waage. Ja, mag ich sehr gerne. Von Goose Creek, der Coffee Shop. Hier kommt wieder ein Yankee Tart. Und den mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Das ist nämlich der True Rose. True Rose riecht für mich wirklich einfach nur wie eine langstielige rote Rose. Einfach nur schön. Ein sehr edler Duft. Leider ist er nicht ganz so intensiv wie zum Beispiel der Fresh Cut Roses. Deswegen habe ich mir beim True Rose auch nie ein Glas geholt. Als Tarte habe ich ihn aber immer mal wieder sehr gerne in der Lampe, weil ich den Duft wirklich schön finde. Wer Rosendüfte mag und True Rose nicht kennt, sollte ihn mal testen, bevor er komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Denn der hat meines Erachtens das Sortiment verlassen. Ich habe von Country Candle nun ein Daylight in der Hand, in Sunshine and Daisies. Und der hat der lieben Isabel wohl nicht gefallen. Sie hatte ihn mal an, aber nicht zu lange. Ich finde den schön, ich hatte den schon einmal. Und ich rieche weniger die Gänseblümchen, die Daisies, als wirklich, dass ich sage, es ist was ganz Schönes, Helles, fröhlich Florales und man bildet sich ein, den Sunshine, also den Sonnenschein zu riechen, weil der einfach so fröhlich ist, so freundlich, so sanft,
Also der Duft ist sanft, der ist schon intensiv, aber als Komposition, er erschlägt euch nicht, finde ich. Finde ich einen mega schönen Frühlingsduft, über den freue ich mich. Vielen lieben Dank. Sunshine and Daisies von Country. Jetzt habe ich wieder Bea's Wax Bakery in der Hand und zwar Mahogany a Coconut. Ja, da warte ich. Was erwarte ich denn? Mahogany ist meistens schön maskulin-holzig und die Coconut eben. Ne? Er ist maskulin-holzig. Okay, die Kokosnuss riecht man nicht als solche heraus. Aber sie macht das Ganze cremiger und weicher, mildert also diesen Mahagoni-Geruch ab, der aber immer noch ganz klar vordergründig ist. Es ist jetzt ein sanfter, cremig, maskuliner Duft, Mahogany Coconut. Und da ich maskuline Düfte mag, freue ich mich auch über den. Oh, den liebe ich, von Goose Creek, den Sunday Drive. Der ist sogar noch halb voll. Yippie. Das ist für mich so ein schöner, parfümiger Duft. So feminin-floral-parfümig. Der erinnert mich immer so ein bisschen an meinen Japanese Maple von Yankee Candle Home Inspiration. Nur, dass der Japanese Maple einen ganz klar herbstlichen Einschlag hat dabei. Und er eher wirklich so diesen Frühlingsblumeneinschlag hat. Aber von der Grundrichtung, was das Parfümige angeht, finde ich die sehr ähnlich. Und ich liebe beide sehr. Vielen lieben Dank, liebe Isabel. Darüber freue ich mich mal so richtig. Mal da hinlegen. Ein Yankee Candle Tart, Dreamy Summer Night. Den mag ich auch sehr gerne. Das ist der hier. Ein schönes Label. Und das ist ein richtig toller Sommerduft. Der ist kuschelig, der ist süßlich. Ich kann euch nicht sagen, was drinnen ist. Ich habe die Duftbeschreibung vor urewigen Zeiten mal gelesen und mir nicht gemerkt. Aber ich finde ihn richtig schön. Leider ist er als Glas recht dezent. Als Tat finde ich ihn toll. Das ist so ein wirklich schöner, weicher, süßlicher Kuschelduft, finde ich. Dreamy Summer Nights. Von Bea. Funny Bunny. Das sind wieder so zwei Stücke von diesen Clamshells. Diesmal mit aufgesetzten Herzchen. Eben hatten wir ja schon Sternchen. Der ist wieder fruchtig und fugig. Also hier unten das Pinke riecht fruchtig süß. Und hier oben das Gelbe riecht irgendwie teigig süß. Ich würde behaupten, dass das wieder so eine Frucht-Food-Mischung ist. Mehr kann ich dazu aber gerade überhaupt nicht sagen. Funny Bunny. Aber bis jetzt hatten wir jetzt noch keinen wirklichen Stinker. Ja, den Jasmin für mich solo, das ist halt nicht ganz so meins. Aber sonst. Von Goose Creek Spring Clean. Den habe ich den letzten schon einmal im Tauschpaket gehabt. Ich hatte ihn noch nicht warm, aber kalt gefällt er mir sehr gut. Na, komm her. Zwei Stücke. Ja. Das ist irgendwas richtig schön Florales. Aber da ist auch eine richtig tolle frische Note bei. Gefällt mir. Und ich glaube, dass der auch wirklich im Sommer, im Frühling ganz toll passt. Spring Clean von Goose Creek. Von Wohlfühlmomente Dancing Waters. Ja, der riecht frisch, aber
irgendwie auch leicht seifig. Aber nicht unangenehm seifig. Also es gibt ja so Seifendüfte, wo ihr denkt, wie die schrecklichste Seife aus längst vergangenen Tagen. So nicht. Angenehm. Sehr frisch. Kein Chlorsteinstinker. Frisch, zitrisch, aquatisch und ganz leicht seifig, aber auf eine angenehme Art und Weise, finde ich. Dancing Waters. Kalt ist er nicht schlecht. Yankee Candle Turquoise Sky. Da brauche ich nicht dran riechen. Ich weiß, dass ich den nicht mag. Das ist so ein typisch aquatischer Duft. Viele verbinden damit wirklich so Meer und Strand. Ich leider nicht. Für mich sind das solche Düfte, Island Waterfall, Mediterranean Breeze, Turquoise Sky, alles was so in diese Schiene geht, sind für mich leider Klosteinstinker. Ja, ich rieche trotzdem nochmal dran. Ja, ist ein Klosteinstinker. Den muss ich leider weitergeben. Von Royal Scents habe ich hier Jelly Rose. Guck mal. Ich hole es aber auch mal raus. Also optisch wirklich wunderschön, oder? Diese Rosen, die aufgesetzten, scheinen Wachs zu sein. Das hier ist anscheinend so ein bisschen Perlchen. Das hier ist eine echte Rosenknospe. Wahnsinn. Mein Problem mit Royal Scents ist, dass ich finde, dass die Düfte für mich und für meine Nase leider nicht intensiv genug sind. So, Jelly Rose. Okay, der ist kalt intensiv. Und der riecht wirklich nach Rose. Ich weiß nicht, was da noch bei ist. Riecht ein wenig herb. Und trotzdem ist da eine sehr süße Unternote. Ich weiß nicht, was jetzt zur Rose dazugemischt wurde. Er heißt Jelly Rose. Aber ich finde ihn nicht unspannend. Allerdings ist das Melt so schön. Da habe ich dann wieder ein bisschen Probleme, es zu zerschneiden. Naja, gut. Nichtsdestotrotz wird er natürlich warm getestet. Cheerful Candle, oh, Kaschmir. Den kenne ich, den mag meine Schwester nämlich zum Beispiel sehr gerne. Und den finde ich auch toll. Das ist ein richtig mega intensiver Kaschmirduft. Ja. Der ist sowas von intensiv. So weich und kuschelig und parfümig. Also ihr müsst schon wirklich auf parfümige Kaschmirdüfte stehen, damit ihr den schön findet. Wenn ihr das aber tut, denke ich, werdet ihr den geil finden. Cheerful Candle Kaschmir ist richtig toll. Hier habe ich wieder Happy Melts Coffee and Caramel Cream. Moment. Ich mache mal das Ding hier ab, damit ihr das richtig sehen könnt. Coffee and Caramel Cream. Das ist so ein halbes Tart. Ja. Der Kaffee ist da, aber das Karamell ist sehr stark. Für mich so stark, dass der leider eine unangenehme Beinote hat. Ich vermute, dass der für Maggi-Nasen auch Maggi sein wird. Für mich hat er nur unangenehme Beinote. Nee, ich denke, den werde ich nicht testen, sondern direkt weitergeben. Es ist hoffentlich in Ordnung für dich, Isabel. Yankee Candle Home Inspiration Exotic Fruits.
Den kenne ich, den habe ich auch, aber ich habe nur noch ein Bröckchen. Und jetzt habe ich ein zweites, das ist schön. Denn den mag ich. Den mag ich sehr gerne. Das ist für mich so ein wirklich schöner Potpourri an gelben exotischen Früchten. Da ist Mango drin, da ist Papaya drin, da ist die Sternfrucht drin. Ja, all sowas, die, so diese ganzen gelben exotischen Früchte. Wie so ein schöner Vitamin-Drink. Total toll. Exotic Fruits von Yankee Candle Home Inspiration. Ups. So, was ziehe ich denn als nächstes? Huch. Ich glaube, ich habe hier ein kleines Duschgel. Pretty Rose Hearts. Moment. Schau mal. Ja, der riecht nach Rose. Sehr schön. Mag ich. Werde ich sehr, sehr gerne testen. Vielen lieben Dank. Da ist noch so ein Fläschchen. Und zwar in Lovely Mint Story. Das klingt, als wenn es für mich wäre. Wenn der jetzt wirklich nach Minze riecht. Ja, mega. Da freue ich mich sehr drüber. Vielen lieben Dank. Also beide. Die sind beide sehr, sehr schön. Werde ich beide sehr, sehr gerne testen. Dann, ups, ich sehe gerade, da ist was zum Schnabulieren für mich von Katjes Sternentänzer. Ohne tierische Gelatine. Ein paar Weingummis. Weingummis finde ich immer gut. Goose Creek French Toast. Den kenne ich noch nicht. Der möchte nicht aufgehen. Jetzt habe ich ihn. Hui, ist der würzig. Zwei Stücke. Der ist würzig und ich weiß nicht, ob ich ihn mag. Der hat für mich eine ganz komische Unternote. Ich würde behaupten, hier ist zerlassene Butter drin. Denn immer wenn ich diese leicht komische, fast schon wie ranzige Unternote wahrnehme, dann sind das Düfte mit zerlassener Butter. Deswegen vermute ich, dass auf dem French Toast zerlassene Butter ist. Also dass es vielleicht ein Toast ist, das getoastet wurde und wenn man dann Butter drauf schmiert, zerfließt sie ja sofort. Und genau das ist der Geruch, den ich nicht mag. Deswegen werde ich auch French Toast weitergeben. Ich bin mir sicher, da draußen gibt es Leute, die den sehr, sehr lieb haben. Wow, das ist ja ein dickes Melt. Sweet Mamsell, Wildberry Mousse und Vanilla Smoothie. Ne? Ich möchte nicht aufgehen. Ich lasse es jetzt auch drinnen, weil das so breit ist. Das wäre jetzt eine Arbeit. Oh ja, der ist lecker. Man riecht diese Wildberry Mousse. Und auch den Vanilla Smoothie. Und das ist wahrscheinlich sogar für mich in Ordnung. Obwohl ich ja mit dunklen Beeren so mein Problem habe. Weil der Beerenduft zum einen schon als Mousse war. Und dann noch mit dem Vanilla Smoothie wird der so abgemildert, dass der für mich wahrscheinlich in Ordnung geht. Und kein Too Much Duft sein wird. Und ich weiß ja nicht, ob ihr das seht, das ist wie so metallic schimmernd. Sehr schönes Melt. Dankeschön. Yankee Candle Peach and Lavender. Den hatte ich schon einmal von der lieben Manu. Übrigens finde ich hier die Melt total süß. Das sind nämlich so kleine Orangenviertelchen. Ja, und man riecht hier, finde ich, die Peach, also den Pfirsich, sehr stark raus. Aber auch der Lavendel ist sehr gut wahrnehmbar. Und ich kenne ihn ja auch warm. Er hatte für mich wirklich was, als würde ich im Lavendelfeld liegen und einen Pfirsich essen.
weil man wirklich beide Düfte sehr gut wahrnimmt. Ich fand den Duft an sich schön. Ich freue mich jetzt, dass ich auch noch ein bisschen Nachschlag habe. Allerdings bräuchte ich kein großes Glas davon. Ja. Yankee Candle, Peaches and Lavender. Sensationals, Lavender and Rosemary. Da bin ich sehr gespannt. Ich kenne Lavendel und Rosmarin jetzt nur von Glitch. Und da mag ich die Kombination sehr gerne. Bei Sensationals würde ich behaupten, ist mehr Rosmarin drinnen als bei Village Candle. Denn hier rieche ich vor allem Rosmarin und den Lavendel nur leicht dezent im Hintergrund. Kalt geschnuppert. Vielleicht ist das warm anders. Und bei Village empfinde ich das so, dass man auch kalt schon beide Komponenten sehr gut wahrnimmt. Also Rosmarin und auch Lavendel. Ja, ich bin sehr gespannt, ob warm der Lavendel mehr kommen wird. Sensationals, Lavender, Rosemary and Lavender. Nein, Lavender und Rosemary. So rum. Jetzt habe ich noch einmal Happy Melts. Und der heißt Loving Spell. Das ist ein richtig schönes, großes Herz. Riecht sehr zitrisch. Nach Orange oder Mandarine vielleicht. Wonach er sonst riecht, kann ich nicht sagen. Da ist noch etwas. Ich kann es nicht sagen. Ich meine aber auch, dass das mit eine relativ starke Wachseigennote hat. Vielleicht kann ich euch mehr sagen, ne? Geh wieder rein, wenn ich ihn warm hatte. Von Happy Melt, der Loving Spell war das. So, machen wir ihn gerade wieder zu. Und einmal auf die Seite. So, jetzt nähern wir uns ganz langsam dem Ende. Von Bea Lalelu. Den hatte ich schon mal und den fand ich sehr schön. Na komm hier. Ja. Denn das ist wieder so ein Lavendel-Schlafzimmer-Kuschelduft. Der einen wirklich so runterbringt, beruhigt und... Ich liebe Lavendel. Ja, mag ich. Mag ich sehr, sehr gerne. Der wird noch heute Abend dran glauben, von Bea de Lalelu. Dann habe ich noch mal ein Tarte von Yankee. Und zwar aus der Home Classics Reihe, den A Seasons Glow. Den kenne ich auch noch nicht, das ist auch ein amerikanischer Melt. Der hat auf jeden Fall ganz viel Nadelwald. Ätherisch. Ich würde behaupten Pinien. Und der driftet kalt schon sehr in die Schaumbadrichtung ab. Vielleicht ist auch noch ein Hauch, langsam reden, ein Hauch Eukalyptus dabei. Es ist sehr frisch, sehr ätherisch, sehr nadelig. Ja, es könnte noch Eukalyptus mit dabei sein. Mag ich, ist für mich ein richtig toller Winterduft, ist aber halt nicht jedermanns Sache. Aber wenn ihr so ätherische Pinienwalddüfte mögt, mit einem Hauch Eukalyptus und es euch nichts ausmacht, dass er so ein bisschen in die Erkältungsbadrichtung abdriftet, dann probiert doch mal Seasons Glow. Ich finde ihn gut. Vielen lieben Dank. So, jetzt habe ich noch drei Melts und dann sind wir durch. Dann habe ich hier einmal von Iceflower den Butterscotch Marshmallow Popcorn. Der ist schon von Juli 17, also schon 2 Jahre alt. Sprich, der müsste relativ zügig aufgebraucht werden mal. Ja.
Ja, der hat für mich aber wieder diese zerlassene Butternote, die für mich immer so leicht ranzig riecht. Leider. Also auch Butterscotch Marshmallow Popcorn werde ich weiterreichen. Dann habe ich hier von Iceflower Country Cream. Der ist sehr foodie. Auch der hat für mich wieder diese Unternote. Diese leicht ranzige Unternote. Schade. Naja. Das sind dann so Melts, die in die nächsten Tauschpakete bekommen. Und dann habe ich von Sweet Mamsell ein Mystery Tart. Da weiß man ja nie genau, was man bekommt, was da genau alles drinnen ist. Es ist so ein brauner mit rotem Glitzer drüber. Der rote Glitzer riecht schon mal sehr nach Cherry. Leicht marzipanig. Das unten ist irgend so eine Gebäcknote. Ja, das ist alles so leicht marzipanig und vielleicht auch ein Hauch Zimt, da bin ich mir nicht sicher. Riecht gar nicht so übel, den werde ich mir allerdings für den Advent aufheben. Was es genau ist, weiß man ja eh nicht. So, und da ist das Paket leer. Das war eine sehr, sehr schöne Ausbeute. Ich bedanke mich sehr bei dir, Isabel. Ein paar Düfte, 1, 2, 3, nur 5 Düfte waren nichts für mich. Die werde ich in Tauschpaketen weiterreichen. Alle anderen finde ich mega oder ich kenne sie nicht und möchte sie probieren, finde sie aber nicht unangenehm. Ja, und da freue ich mich jetzt drauf. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für den schönen Tausch. Und bei allen Zuschauern bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, mit mir auszupacken. Und dass ich hier so zerknittert sitze, habt ihr, wenn ihr euch jetzt noch dabei seid, anscheinend auch gut überstanden. Ich bin halt eben erst heimgekommen. Ich hatte einen leichten Pullover an, habe den ausgezogen. Ja, und darunter sieht das T-Shirt halt ein wenig zerknuselt aus. Ja, ich wünsche euch dann allen noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nach wann ihr das Video denn jetzt nun gesehen habt. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.